Hi Leute, ich bin Sammy, willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video erwartet euch ein Do-It-Yourself-Video, aber davor muss ich erstmal meine kreative Brille aufsetzen. Jetzt geht's los. Ich habe heute für euch ein richtig cooles Do-It-Yourself-Projekt mit einfachen Mitteln in wenigen Minuten ein Do-It-Yourself-Pullover zu machen. Einfach, weil es super gut bei euch angekommen ist, als ich letztes Mal den Do-It-Yourself Mustache Pullover gemacht habe. Ich möchte aber in diesem Video noch einmal ein großes Dankeschön sagen an alle Geburtstagswünsche, die ich bekommen habe über Twitter, Facebook und Instagram und überall. Ihr habt mir echt den Tag so zu einem besonderen gemacht, deswegen vielen, vielen Dank für alle Geburtstagswünsche und viele haben mich gefragt, wie alt ich mich fühle. Ich weiß es nicht. Ich bin zwar 23 geworden, aber ich fühle mich immer noch wie 17. Peter Park, Kinder for the Win! Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie alt ihr seid und wie alt ihr euch fühlt. Das würde mich mal persönlich interessieren. Ich wünsche euch jetzt sehr, sehr viel Spaß bei diesem Tutorial. Es geht richtig einfach und jeder von euch kann es nachmachen. Super variabel und ich wünsche euch einfach viel, viel Spaß und ich hoffe, es wird euch gefallen. Also viel Spaß! Die einzigen Dinge, die ihr brauchen werdet, sind entweder ein Pullover oder ein T-Shirt. Dann braucht ihr noch eine Kartoffel und ein Teppichmesser und natürlich eure Textilfarbe, die ihr euch ebenfalls selber aussuchen könnt. Im allerersten Schritt werdet ihr euch erstmal eure Kartoffel nehmen und eure Stempelform auf eure Kartoffel vorzeichnen und sie dann in Form eines Stempels ausschneiden. Da habe ich erstmal die Kartoffel so leicht in der Mitte angeritzt, damit ich weiß, bis wohin mein Stempel gehen kann und glaubt mir, ein Mustache zu schneiden war nicht gerade einfach. Deswegen, wenn ihr eine Herzform nehmt oder eine Sternform, ist das super einfach und dann habt ihr nicht so viel Arbeit. Aber ein Mustache muss einfach bei mir sein. Ich habe heute voll den Sprachfehler. Aber wie auch immer, wir schneiden einfach schön weiter und werden dann alles säubern und dann einfach den Stempel so durchschneiden, damit wir eine glatte Stempeloberfläche haben. Die sieht dann so aus und daraus könntet ihr theoretisch Mustache-Pommes machen. Und schon kommen wir zum nächsten Schritt und zwar die Entscheidung, ob ihr ein Pullover oder ein T-Shirt nehmt. Und da könnt ihr einfach das nehmen, was ihr bedrucken wollt. Ich habe mir so einen Pullover im Sale geholt. Und einen Stapel Zeitungspapier in euren Pullover reinstecken, damit einfach die Stempelfarbe nicht auf die Rückseite eures Pullovers oder T-Shirts durchdruckt. Dann entscheiden wir uns für eine Farbe. Ich habe mich für ein einfaches Schwarz entschieden, weil es einfach in Kombination mit diesem schönen braunen, erdigen Ton einfach sehr gut passt. Und dann habe ich mir einfach ein Stück Karton genommen, wo ich einfach die Farbe drauf machen werde, um den Stempel mit der Farbe voll zu machen. Und dann geht's an Stempeln. Und das macht am meisten Spaß. Falls die Farbe sich durch den Stempel nicht ausreichend auf euren Pullover oder T-Shirt überträgt, könnt ihr euch mit einem Pinsel einfach ein bisschen Textilfarbe nehmen und die Formen und Konturen einfach nachzeichnen. Dann, der Schnelligkeit halber, habe ich die Heizung auf volle Pulle gestellt und den Pullover für 10 Minuten trocknen gelassen. In der Zwischenzeit war ich auf Facebook, habe mit euch gechattet, habe ein Buch gelesen und auf Instagram ein Foto gemacht. Und ja, dann sollte euer T-Shirt oder Pullover fertig sein. Und dann habt ihr etwas richtig Einzigartiges geschaffen, wo euch jeder garantiert nachfragen wird. Ich kann kein Deutsch. Ich verzweifle am Voice-Over. Aber jeder wird euch fragen, von wo ihr das her habt. Und es macht einfach super viel Spaß. Probiert's aus. Das war's. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt gesehen, wie einfach es ist und vor allem, wie schnell es geht. Ich habe meinen Pullover einfach auf der Heizung trocknen gelassen und dann ging es in ein paar Minuten schon. Und so sieht er jetzt am Ende aus und ich finde, der ist einfach richtig, richtig cool. Und für alle unter euch, wenn die Farbe sich nicht richtig aufdrucken lässt, ihr könnt einfach mit einem Pinsel die Farbe dann in dieses Motiv noch reinmalen, damit es einfach, richtig gut ausgefüllt ist. Aber ich liebe diesen Pullover. Es wird wahrscheinlich eines meiner Lieblingspullover und ich freue mich schon auf alle, die es nachmachen mit Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob man es mit anderen Früchten oder sonst was als Stempel nutzen kann, aber Kartoffeln sind, glaube ich, am besten. Und vor allem, ihr könnt die Form selber entscheiden. Also ich habe mir jetzt eine Mustache-Form genommen, weil ich Mustaches liebe. Und also Aufdruck finde ich das ganz cool. Ihr könnt euch aber selber entscheiden, ob ihr ein Herz, Form, sonst was, Dreiecke oder sonstige Dinge nehmen wollt. Ja, und ich freue mich über Fotos, die ihr mir auf facebook.com/tutorial posten könnt. Ich werde sie dann auch kommentieren oder auf Instagram mit dem Hashtag SammySlimani. Ich würde mich freuen und ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, wenn es euch gefallen hat und ihr weitere Do-It-Yourself-Videos sehen wollt. Vergesst nicht, dem Video einen riesigen, riesigen Daumen nach oben zu geben, auch als späteres Geburtstagsgeschenk. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Meine ganzen Social-Media-Links findet ihr hier könnt ihr mir überall folgen und mein letztes Video findet ihr am Ende des Videos verlinkt. Da könnt ihr auch noch vorbeischauen und ich hoffe, ihr habt weitere
ihr habt weitere Lust auf weitere Deutsch. Ihr habt Lust auf weitere Do-It-Yourself-Videos. Also Leute, bis dann und viel Spaß! Bei allem, was ihr macht. Ciao!